finde ich hier zum Beispiel diese Schulterpartie mit diesen Raffungen, die Strasssteine. Also es ist ein stimmiges Endergebnis geworden. Das Thema nicht getroffen, ganz klar. Aber das Ergebnis an sich finde ich schön. Friederike dagegen bekennt Farbe. Ist das ihr Ticket für den Job? Also es ist natürlich sehr plakativ geworden. Sie hat mit Farbe gearbeitet. Das finde ich ganz klasse. Die Kombination mit den Nieten ist zwar etwas ungewöhnlich. Was natürlich weniger geht, ist diese Silhouette, die das ganze Teil jetzt an der Figur macht. Das ist natürlich fast untragbar. Wir haben uns ja ein plakatives, stylisches, witziges, fetziges Shirt gewünscht. Von daher hat die Friederike eher den Punkt getroffen. Die Chefs beraten sich eingehend, wer in Zukunft die Kollektionen der großen Kaufhäuser mitbestimmt. Die Konkurrentinnen sind nervös. Es ist schon unangenehm, wenn man da durch die Glasscheibe sieht und eben sieht, dass die da am Diskutieren sind und am sich beraten. Aber leider kann man dann doch nicht von den Lippen ablesen. Wenn ich den Job nicht bekomme, klar wäre ich enttäuscht und traurig, aber es wird weitergehen. Ich müsste halt eben weitersuchen und hoffen, dass ich halt eben einen Job wieder hier in der Nähe finde von meinen Freunden und von der Familie. Und dann ist es soweit. Die Chefs geben die Siegerin bekannt. Es war wirklich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Letztendlich ausschlaggebend war für uns das größte kreative Potenzial, das größte Modeverständnis. Und entschieden haben wir uns für die Miriam. Miriam hat es geschafft. Happy, auf jeden Fall. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass sie das auf jeden Fall packt. Miriam ist die Modekönigin. Friederike ist traurig und enttäuscht. Natürlich ist es enttäuschend, aber ich habe selber gemerkt, dass es bei mir nicht so lief. Miriam ist überglücklich. Und wer weiß, vielleicht sind die nächsten Kollektionen, die in die Läden kommen, schon von Miriam entworfen. Klar zu kommen und mal über mich selber lachen.